Heute möchte ich dir eine neue Optionsstrategie vorstellen, nämlich den Iron Condor. Und ich zeige dir, wie du mit dieser Optionsstrategie 115 US-Dollar in 65 Tagen verdienen kannst. Wenn du das und mehr wissen möchtest, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Eberhardt und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Heute besprechen wir eine weitere Optionsstrategie und zwar den Iron Condor. Ich habe gestern die Mitglieder des Options for Winners Circles darüber schon informiert. Ich habe nämlich gestern einen Iron Condor auf den SPY eröffnet. Wenn du auch vorab informiert sein möchtest, dann werd doch Mitglied des Options for Winners Circles. Unten findest du die Anmeldung. Das Ganze ist natürlich vollkommen kostenfrei und ich verspreche dir jede Menge Content. Aber wir kommen jetzt back to business und wir gehen gleich mehr und mehr in die Tiefe. Wir besprechen den Short Iron Condor und wir gucken uns an, woraus dieser eigentlich besteht und wann man ihn anwendet und ja, was hat man eigentlich für Möglichkeiten mit dieser Strategie. Wenn du das und mehr wissen möchtest, dann bleib dran. Ja, ich denke, wir fangen jetzt erstmal damit an, wie sich eigentlich ein Iron Condor zusammensetzt. Also was sind die Bestandteile eines Iron Condors? Also das hier oben ist sozusagen ein kleiner Screenshot aus dem Protokoll. Hier siehst du, wie sich der Iron Condor als solcher zusammensetzt. Du siehst auf Anhieb, es sind 4 Optionen und jeweils 2 davon sind gekauft und 2 davon sind verkauft. Und wenn du jetzt nochmal ein bisschen nachdenkst, dann kommt dir das eine oder andere bekannt vor. Genau, der Iron Condor, der besteht eigentlich aus 2 vertikalen Spreads. Was ist jetzt ein vertikaler Spread? Ein vertikaler Spread ist beispielsweise ein Bull-Put-Spread und ein Bear-Call-Spread. Und genau daraus besteht nämlich der Iron Condor. Der Iron Condor besteht aus dem Bull-Put-Spread, hier unten kann man sehen, und aus dem Bear-Call-Spread. Das ist eigentlich recht einfach. Aber wir sollten vielleicht nochmal en Detail gehen. Was ist ein Bull-Put-Spread und was ist ein Bear-Call-Spread? Ein Bull-Put-Spread ist ja nichts anderes, dass ich zunächst eine Option, eine Put-Option verkaufe und darunter zur Absicherung kaufe ich eine Put-Option. Und das andere auf der Gegenseite ist dann der Bear-Call-Spread. Ja, der Bear-Call-Spread, du verkaufst eine Call-Option und zur Absicherung kaufst du noch eine Call-Option hinzu. Ich habe es immer gesagt, bitte, bitte, wenn ihr anfangt mit dem Optionshandel, versucht mit Spreads zu traden. Ja, das ist wirklich für den Anfang einfach sicherer. Natürlich ist der Nachteil von dem Iron Condor, und da fange ich direkt mal mit an, du brauchst 4 Trades, 4 Optionen. Und 4 Optionen bedeutet natürlich auch, dass du 4-mal Gebühr bezahlst. Ja, das ist der eine Nachteil. Der andere Nachteil ist natürlich, dass Absicherung immer Geld kostet. Du kriegst ja hier für die verkaufte Option, sei es Put oder Call, mehr Prämie als für die jeweilige gekaufte Option, weil die gekauften Optionen liegen ja weiter aus dem Geld. Aber sie kosten dich Prämie und das verringert natürlich deine Prämie als solche, also gesamt, um die bezahlte Prämie. Long story short, die vereinnahmte Prämie minus der bezahlten Prämie, das ist das, was du schlussendlich als maximalen Profit hast. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, was ist eigentlich bei einem Bull-Put-Spread die Intention? Ja, bei einem Bull-Put-Spread gehst du davon aus, dass die Kurse nicht fallen,
Das heißt, dich würde es freuen, wenn der Kurs sich seitwärts, ein bisschen abwärts, aber natürlich auch aufwärts entwickelt. Auf der Gegenseite haben wir den Bear Call Spread. Was ist die Intention von dem Bear Call Spread, wenn du ihn eröffnest? Ja, du gehst davon aus, dass der Kurs nicht stark steigt. Du hoffst auf seitwärts und auch natürlich auf Abwärtsbewegungen. Aber weil du ja weit aus dem Geld bist, würden dich auch kurze oder kleine Kurssteigerungen nicht stören. Die gekauften Optionen sichern dich natürlich ab. Und das ist sowohl jetzt hier auf der Ober- als auf der Unterseite. Und wenn wir jetzt den Bull Put Spread und den Bear Call Spread kombinieren, dann würde die Intention natürlich bedeuten, dass du in erster Linie von einer Seitwärtsentwicklung ausgehst. Und das ist hier der Fall. Das heißt, hier habe ich beispielsweise zwei Optionen verkauft, einmal zu 3,45 und einmal zu 400. Und genau in diesem Bereich sollte sich der Kurs vom SPY, also vom S&P 500 in Anführungszeichen, der SPY ist ja der ETF auf den S&P 500, der sollte sich in dem Fall zwischen 345 und 400 entwickeln, weil in diesem Bereich hast du den maximalen Profit. Dein Risiko oder dein Verlust ist natürlich gekappt, also begrenzt durch die jeweilige gekaufte Option. Und die ist hier jeweils, das kannst du hier sehen, $5 von der verkauften entfernt. Das heißt, bei einer Aktien- oder auch bei einer ETF-Option wären das dann 100 mal 5, das sind $500, minus in Anführungszeichen die Prämie, die du zu Beginn verdient hast, diese 115. Das heißt auf gut Deutsch, 385 US-Dollar wäre im Worst Case. Wir gehen jetzt aber zur nächsten Folie. Das ist, sorry, war ich ein bisschen zu schnell. Das ist der P&L-Graph, also Profit and Loss oder Gewinn- und Verlust-Graph. Und hier kannst du das halt auch nochmal sehen. Hier oben, die gestrichelten Linien, sind jeweils die Strike-Preise der verkauften Option, also Minus ist verkauft und hier sind die der gekauften Option. Hier ist sozusagen der Profit and Loss. Wenn du hier hinkommst, bist du im Verlust. Wenn du hier hinkommst, bist du im Gewinn. Und hier auf dieser Linie, das ist der Kurs des Basiswertes. So, das heißt für dich jetzt, wenn der Kurs zwischen 345, das war ja, wir gehen jetzt nochmal zurück, das war ja die verkaufte Put-Option, und 400 liegst, bist du im maximalen Gewinn. Dein maximaler Verlust, das habe ich eben auch schon erklärt, der liegt hier, ist aber hier unten durch die gekaufte Option begrenzt. Ja, wann ist das jetzt sinnvoll, einen Iron Condor zu eröffnen? Zum einen, weil das ja ein Credit Spread ist, das heißt, wir sind immer noch im Vereinnahmen von Prämie, sollte die Volatilität nicht allzu niedrig sein. Das ist Punkt 1. Punkt 2, sollte aber der Markt nicht zu stürmisch sein, weil, und ich gehe hier nochmal zurück, wir haben ja sozusagen einen Kanal, in dem sich der Kurs entwickeln darf. Hohe Ausschläge nach oben und nach unten wollen wir uns nicht erlauben. Du kannst deine Wahrscheinlichkeit, einen Gewinner-Trade zu haben, natürlich erhöhen. Und da gibt es zwei, das ist einmal die High Probability Iron Condors und die Low Probability. Und was meine ich damit? Ich gehe jetzt mit dir gemeinsam in die Trading View. Und hier ist nochmal der Trade aufgesetzt, aber ich habe es gesagt, du kannst natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, erhöhen. Und ganz einfach machst du das wie folgt, indem du die Kurse beispielsweise nach oben schiebst.
die der Calls. Und gleichzeitig kannst du natürlich die der Puts auch nach unten schieben. Das wäre jetzt im Vergleich zu vorher ein High Probability Iron Condor. Das heißt, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du im Gewinn enden wirst, weil die Strike-Preise weiter aus dem Geld sind. Das heißt, jetzt hier dürfte sich der Kurs volatiler entwickeln und du wärst trotzdem im Gewinn. Der Nachteil von einem High-Probability-Trade im Vergleich zu einem Low-Probability-Trade ist natürlich jener, dass die Prämien natürlich geringer sind. Ja, das heißt, du hast zwar auf der einen Seite ein geringeres Risiko, also eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch weniger vereinnahmte Prämie. Du kannst es aber auch noch anders machen, indem du beispielsweise, wir gehen jetzt mal wieder zurück, dort wo wir waren. Ja, ich versuche das jetzt mal hier wieder zurückzuholen. Irgendwie klappt das nicht, aber das machen wir so. Ja, wir waren ja bei 400 und bei 405 circa. Du kannst es natürlich auch machen. Ja, das war der originäre Zustand, dass du sagst, ich will trotzdem mehr Prämie haben. Dann ist es natürlich auch nicht schlecht, indem du einfach sagst, du machst die gekaufte weiter weg als die verkaufte. Ja, dann hast du, das kannst du auf der Ober- und auf der Unterseite natürlich machen, aber du hast natürlich dann hier einen größeren maximalen Verlust. Und warum? Ja, weil das Gap, der Abstand der beiden multipliziert mit 100 wäre ja der maximale Verlust. Ja, das haben wir ja eben hier auch gelernt. Das sind aber die Möglichkeiten, die du hast. Es gibt manche, die machen das ständig. Dazu bieten sich Index-ETFs natürlich sehr gut an. Und die schreiben beispielsweise sehr weit aus dem Geld ihre Iron Condors, also die eröffnen ihre Iron Condors sehr weit aus dem Geld und vereinnahmen dann stetig Prämien. Im Worst-Case-Szenario hast du natürlich immer die Möglichkeit, und das bietet sich natürlich bei der Iron Condor-Strategie auch an, zu adjustieren. Das heißt, bei einem bestimmten Verlust gehst du ja raus. Das wären ja, bei uns ist die Regel ja minus 200%. Das heißt, bei einer Prämienverlust von minus 200%, das ist ja das Zweifache von 115, bei minus 230 den Trade zu schließen, beziehungsweise natürlich zu rollen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt den Iron Condor technisch und inhaltlich hier auch erklären. Und ich kann sagen, es ist eine schöne Strategie, aber mein lieber Optionsfreund, mach das bitte nur bei Kurswerten, also Underlyings, die sich mehr seitwärts als stürmisch entwickeln. So, das war's jetzt dazu. Jetzt bist du schon wieder einen Schritt weiter und kennst eine weitere Optionsstrategie, und zwar den Iron Condor. Du hast gelernt, dass der Iron Condor aus vier Optionen besteht, aus zwei verkauften und zwei gekauften. Er besteht sozusagen aus zwei Vertical Spreads. Auf der einen Seite den Bull Put und auf der anderen Seite den Bear Call Spread. Es ist ein Credit Spread, das heißt, du erzielst direkt zu Beginn eine Prämie. Wie bei allen Optionsstrategien solltest du auch diesen adjustieren, beispielsweise wenn du minus 200% erreicht hast. Du solltest ihn auch schließen, wenn du schon vorab 50% Gewinn erzielt hast. Diese Trading-Idee, wie der Name schon sagt, ist eine Trading-Idee. Es ist keine Trading-Empfehlung. Das heißt, mach dir bitte selber Gedanken und trade nicht einfach blind nach. Das solltest du übrigens in all diesen Angelegenheiten selbst machen. Also immer Köpfchen selbst einschalten und dann überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht. Wenn dir der Kanal gefällt und du bist noch nicht abonniert, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Über jedes Däumchen hoch freue ich mich, über jeden Kommentar auch. Und ich empfehle natürlich gerne auch meine Homepage optionsforwinners.de und natürlich auch, wenn du bei mir auf dem Facebook-Kanal Abonnent wirst, dann bin ich natürlich auch sehr, sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz, und das, was ich immer gerne am Ende sage, Happy Trades, bye bye.